Ein herzliches Grüß Gott von der Johannes Kepler Universität. Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit einem der Mathematikprofessoren der Johannes Kepler Universität, der Ende vergangener Woche in die Schlagzeilen gekommen ist, weil er sein Unternehmen verkauft hat. Das Unternehmen heißt GeoGebra, ist vielen Schülerinnen und Schülern aus dem Mathematikunterricht bekannt und wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, Professor Markus Hohenwarter besser kennenzulernen. Bitte mir den Professor Hohenwarter zuzuschalten. Hallo, guten Morgen, Meinhard. Hallo Markus, herzlich willkommen in diesem Gespräch. Wie gesagt, du warst in vielen Zeitungen letzte Woche. Dein Unternehmen, eigentlich Gegenstand von viel, viel Arbeit in den vergangenen Jahren, ist verkauft worden und wir wollen ein bisschen hinter diese Schlagzeilen blicken. Wir wollen auch dich als Mathematiker vorstellen und mich würde zunächst einmal ein bisschen interessieren, wie du eigentlich zur Mathematik gekommen bist. Wo bist du aufgewachsen? In Salzburg, glaube ich. Genau, ich bin in Salzburg aufgewachsen, in einem kleinen Bergdorf in Pinzgau, in Weißbach bei Lofer, mit 300 Einwohnern. Und da die Umgebung sehr arbeitsintensiv, würde ich sagen, auf einem Bauernhof. Und meine Eltern haben auch ein Hotel geführt damals. Also mein Vater war der Chef und kenne also das selbstständige Dasein sozusagen von klein auf. Und bin dann eben in Salzburg gelandet an der Uni. Heute, wenn wir über Mathematikprofessor reden, müssen wir darüber reden, wie du selbst in der Schule in Mathematik warst. Das ist ja für viele nicht das absolute Lieblingsfach. Ja, das habe ich schon. Du bist in dem Ort in die Volksschule gegangen? Ja, natürlich, genau. Und dann war es eben so, damals war es ja quasi eher normal, dass man dann in die Hauptschule geht. Und ich war einer der Ersten, der dann ins Gymnasium gehen durfte, sozusagen. Gleich nach der Volksschule, also nicht erst in der vierten Klasse, sondern gleich nach der Volksschule. Genau. Und da hat die Lehrer immer gesagt, naja, wenn er ins Gymnasium geht, dann kriegt er in Deutsch einen Zwarer, weil da ist er nicht so gut und damit er sich dann nicht schauen muss. Aber in Mathe ist mir gut gegangen, aber ich habe ehrlich gesagt im Gymnasium dann auch eigentlich fast nie einen Einser gehabt. Erst bei der Matura dann. Die war dann irgendwie leichter wie alles vorher. Aber ich war immer so ein Zwarer-Kandidat. Ich habe quasi da nicht wirklich viel lernen müssen. Hat mir recht leicht da. Habe aber immer da schon irgendwie merkt, mir ist es das wichtig, dass ich da die anderen helfe und dass ich auch meine Klassenkameraden halt was erkläre, wie das funktioniert. Und das hat mir eigentlich immer schon Spaß gemacht. Ja. Und warst du damals mit den Mathematik-Lernunterlagen zufrieden oder hast du da schon gespürt, da fehlt irgendetwas? Ja, gut, ich meine, ich bin ja schon, bin noch nicht so alt, aber doch ist eine andere Zeit. Ich meine, wie ich aufwachsen bin, hat es ja keine Handys gegeben, keine Laptops und so weiter. Wir haben ja Taschenrechner gehabt, aber im Wesentlichen war das halt schon sehr viel Papierarbeit und mühselige Übungszettel und so weiter. Und da war sicher auch der Wunsch da, ob man das nicht irgendwie ein bisschen anschaulicher machen kann oder einfach auch greifbarer, weil, ja, also ich verstehe das schon, dass teilweise da ein bisschen eine Frustration ist mit den Niederungen der Mathematik. Und weil du sagst, du bist natürlich noch nicht alt, aber was bist du für Jahrgang? 76, genau. 76er Jahrgang, das heißt, du bist aber auch im Wesentlichen auch im Unterricht ohne digitale Unterstützung aufgewachsen, genau, sondern das war alles. Wissenschaftlicher Taschenrechner, das war es, genau. Sonst das war alles analog. Und dann geht's vom Gymnasium nach Salzburg, in die Stadt Salzburg, an die Universität Salzburg. Genau. Und dort hast du dann Mathematik inskribiert. Ja, eigentlich war es so, ich habe Informatik begonnen zu studieren, ja, habe ich auch fertig gemacht, aber ich habe eigentlich relativ bald gemerkt, am Beginn vom Studium, es war damals auch noch die Anfänge der Informatik, Studien, also Linz war natürlich weit voraus, aber ich war damals in Salzburg, habe das nicht so recht gewusst, ehrlich gesagt, Internet hat es gar nicht gegeben und so weiter. Jedenfalls in Salzburg hat das damals Computerwissenschaften geheißen und da war sehr viel Mathematik-Anteile. Also wir haben sehr viel Mathe machen müssen am Anfang, was ich gar nicht so wollte eigentlich, aber war da gezwungen und habe dort eigentlich meine Liebe zur Mathematik dann entdeckt, aus dem einfachen Grund, weil ich habe so das Gefühl gehabt, in der Informatik, wenn ich irgendwelche Übungsaufgaben gemacht habe, habe ich halt so lange programmiert, bis hoffentlich irgendwann funktioniert hat.
Und ich habe teilweise nicht genau gewusst, wieso es jetzt geht und vorher nicht gegangen ist. Und in der Mathematik habe ich das Gefühl gehabt, so, wenn man das einmal verstanden hat und das bewiesen hat, dann hält das für die Ewigkeit. Und diese Idee, das habe ich wirklich sehr cool gefunden, dass man einfach sagt, so, jetzt sind wir fertig. Und ich weiß garantiert, dass wir fertig sind. Es kann nichts mehr passieren. Das hat mich sehr inspiriert. Und auch wieder dieses Erklären. Ich war dann nicht unbedingt das Freak, der alles von selber sofort gecheckt hat. Ich war dann eher der Vermittler. Es hat ein paar Mathematiker gegeben, die haben das schnell gecheckt, die Übungsaufgaben. Und ich war dann der, der das übersetzt hat für die anderen in unserem Jahrgang. Und denen geholfen hat, dass wir dann halt Übungsbeispiele gemeinsam rechnen können haben. Genau. Also in dem Sinn möchte ich vielleicht gleich dazu sagen, ich habe Mathematik eigentlich als sehr soziales Unterfangen erlebt dann auch dort, dass eigentlich klar war, wir sind alle da irgendwie in einem Boot. Wir verstehen uns zum Großteil nicht wirklich und wir müssen zusammenhelfen und uns miteinander unterstützen, dass man das verstehen hat. Und hast du Mathematik Lehramt studiert? Genau, das war dann immer der Grund, warum ich dann das erste Mal Mathematik-Diplom, wie es dort geheißen hat, angefangen, aber habe dann eigentlich gleich gewechselt auf Lehramt, weil ich gemerkt habe, das taugt mir eigentlich mehr. Ja, die Liebe zur Mathematik als soziales Fach, auch das wird für viele eine Neuheit sein, dass das auch ein soziales Fach sein kann, die Mathematik. Und dann geht eigentlich GeoGebra los mit deiner Diplomarbeit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, also ich habe eben die zwei Sachen studiert, Informatik und Mathematik, und dann hat mich das natürlich immer interessiert, Technologieeinsatz für den Unterricht. Das war damals natürlich auch schon was, und ich habe dann auch Lehrveranstaltungen gehabt, wo wir so Computerprogramme kennengelernt haben für den Mathematikunterricht. Gerade in der Geometrie gibt es da ja klasse Sachen, hat es ja damals schon gegeben. Und das habe ich recht spannend gefunden. Und dann, weiß nicht, dann hat es einmal ein Wahlfach gegeben, das hat geheißen Rechnen mit dem Taschenrechner. Und ich dachte, das mache ich, das klingt recht einfach, das mache ich. Das kann ich schon rechnen mit dem Taschenrechner. Und habe auch nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Natürlich, das war dann so ein Texas Instruments Taschenrechner, so ein Handheld, halt, wie es früher war, so ein Riesengerät mit Tastatur drauf, so quasi wie heute halt ein kleiner Laptop sozusagen. Und den haben wir da live also gehabt, das Semester. Jetzt habe ich mich da sehr viel gespielt mit diesem Gerät und war dann, da ist da eine Idee eigentlich entstanden für GeoGebra aus dem heraus. Wie weit war damals das Internet? War das schon eine Idee? Das wird in den 90er Jahren vermutlich gewesen sein? Genau. Ja, 94 habe ich zum Studieren angefangen. Ja, Internet hat es schon gegeben, aber ich weiß auch nicht, da war im ersten Jahr habe ich dann einmal eine Übungsaufgabe gehabt in einem Seminar, dass ich mir E-Mail-Adresse einrichte. Also so war damals die Zeit, das war nicht wirklich verbreitet. Aber es waren eben die Taschenrechner sozusagen und halt die Computerräume, das hat es schon gegeben. Und was halt mir aufgefallen ist, also was mir irgendwie bewusst worden ist bei diesen Programmen, ist, dass da die Mathematik so getrennt gesehen wird. Also es gibt Programme zum Rechnen sozusagen, wie Taschenrechner-App, und es gibt was zum Zeichnen, so Geometrie-Apps. Und ich habe mir einfach gedacht, wieso machen die das eigentlich nicht miteinander, dass man nicht in einem Programm einfach viel vielseitiger Mathematik betreiben kann. Das war so die Grundidee. Und ich weiß auch noch, dann bin ich zu meinem Informatik-Professor damals gegangen und habe das vorgeschlagen als Diplomarbeitsthema. Ich möchte da so eine verbindende Software machen zwischen Geometrie und Algebra. Das ist der Name für GeoGebra, Geometrie und Algebra. Und er hat gleich gesagt, er glaubt, das ist nichts, weil das ist ja nichts Neues und da müssen wir irgendwas anderes machen. Und hat mir eher abgeraten und mich wieder weggeschickt. Aber es hat mich eher dann angespornt, dass ich denke, dem zeig ich es, dass das schon eine gute Idee ist. Und habe einfach einmal dann angefangen, einen Prototyp zu programmieren, zu basteln, und bin dann ein paar Monate später wieder zu ihm gegangen, habe ihm das gezeigt und dann habe ich gesagt, das könnte ja doch vielleicht ganz sinnvoll sein für die Schüler. Und dann habe ich das weitergemacht, genau. Und was war da genau die Idee? Vielleicht kannst du da was von den Anfängen sagen. Ja, gerne. Also vielleicht teile jetzt mal mein Bildschirm, wenn ich darf, und sage mal kurz hier einmal, was so die Idee ist, weil das geht sicher mit einem Bild leichter zu erklären. Also die Anfänge waren sicher aus der Geometrie heraus. Das ist jetzt erst die Oberfläche, wie es auch damals ausgeschaut hat. Also die Salzburger Version, die hat nicht recht viel anders ausgeschaut. Man hat da so Werkzeuge, da kann man dann irgendwas konstruieren, was zeichnen, nennen wir das einmal. Das war die Urversion von GeoGebra. Sozusagen das, was wir jetzt GeoGebra Classic nennen. Genau.
Und das gibt es halt jetzt auch noch als Webversion. Und da kann man dann halt Konstruktionen machen, zum Beispiel in der zweiten Unterstufen den Umkreis konstruieren. Also es war der Kreis, der durch die drei Punkte ABC geht von dem Dreieck. Das lernen wir in der zweiten Klasse. Also natürlich auf Papier halt normalerweise. Und jetzt mache ich das da mal. Also ich nehme halt da verschiedene Werkzeuge her, da den Schnittpunkt mache und dann den Kreis. Und Kreis, genau. Und das Coole natürlich am Computer ist, okay, jetzt bin ich fertig, ja, wunderbar. Das könnt ihr natürlich Papier auch machen, dass das eben nicht nur statisch ist, sondern dynamisch. Und dynamisch bedeutet, kann ich jetzt einen Punkt nehmen, zum Beispiel den Eckpunkt C und herumziehen und einfach untersuchen, was da für Fälle passieren können. Zum Beispiel konnte ich dann diskutieren mit den Schülern, kann es passieren, dass dieser Umkreismittelpunkt, also der D, der Punkt D, dass der außerhalb vom Dreieck liegt. Weil so intuitiv würde man sagen, nein, der muss natürlich irgendwo innen drin liegen, weil sonst kann ja der Umkreis nicht durch die anderen durchgehen. Aber man kann sich dann halt überlegen oder einfach ausprobieren, ah ja, das kann passieren, zum Beispiel in dem Fall. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wann ist denn das? Also was ist da speziell mit dem Dreieck und so weiter? Oder kann der auf einer Seite liegen? Was ist dann da speziell? Also in dem Fall zum Beispiel ist das dann ein rechtwinkliges Dreieck. Und das habe ich halt recht cool gefunden. Das war der Ausgangspunkt. Und auch wenn mir aufgefallen ist, dass wenn ein Studierender mit Studierende, Mathematikstudierende haben oft Probleme, wenn sie irgendwas eintippen müssen, also Befehle eintippen oder Formeln eintippen, da ist das sehr fehleranfällig, auch beim Taschenrechner. Aber wenn man da nur herumklickt mit der Maus, das ist halt sehr viel einfacher und man hat sehr schneller ein Erfolgserlebnis mit mathematischen Objekten. Es ist einfach ein spielerischer Zugang. Und dann haben wir eben versucht, das zu verbinden. Das ist auch jetzt wieder nur eine andere Ansicht von GeoGebra Classic, dass man neben der Geometrie auch die Algebra dazu nimmt. Also links da dieses Algebra-Fenster, wo man dann eben auch Formeln und Gleichungen und sowas hat. Dass man aber dieses Spielerische da auch drin hat. Also jetzt sagen wir zum Beispiel, dass man da jetzt einen Schieberegler hat. Ich kann da wieder was dynamisch verändern, ohne dass ich irgendwas eintippen muss und halt sehr schnell dann mathematische Experimente durchführen. Also es ist sehr intuitiv, oder? Genau, das war die Idee, dass wirklich Schüler quasi ohne lange Einschulung sofort das als Werkzeug benutzen können. Und wenn ich das analog auf Papier mache, müsste ich natürlich unzählige Zeichnungen machen, um quasi dieses Phänomen, diesem Phänomen nachzuspüren, was da sehr viel einfacher in der Computergrafik geht. Genau, und das ist natürlich oft das Problem in der Mathematik, dass man halt so lange dahin rechnet, dass man schon gar nicht mehr weiß, was man überhaupt ausrechnen wollte. Und das gehört natürlich auch geübt, also selbstverständlich sollte man auch Kopfrechnen üben und das gehört auch gemacht, nur teilweise steht es halt dann auch im Weg, wenn ich mir jetzt Konzepte anschauen möchte oder verschiedene Fälle. Genau. Und diese Version, die wir jetzt sehen, war zumindest im Grunde dann schon mit deiner Diplomarbeit angelegt. Genau, also das war es dann im Prinzip seit 2002 gegeben. Also gerade diese Geometriemöglichkeiten hat es schon alle gegeben. Und in Ansätzen dann auch schon Funktionen zeichnen, genau. Womit dann auch zwischen Geometrie und Algebra eigentlich der Schnittpunkt hergestellt war. Ja, richtig, genau. Und das ist sicher natürlich auch ein bisschen durch die österreichische Tradition von unseren Lehrplänen her, weil wir haben einfach da eine starke, in der Oberstufen gerade dann in den Gymnasien, haben wir eine starke Verbindung zwischen Geometrie und Algebra mit der analytischen Geometrie. Also wo es zum Beispiel bei uns auch Kegelschnitte gibt, Ellipsen, Hyperbel und sowas, das hat es in Deutschland nicht gegeben. Dadurch also in den Lehrplänen nicht mehr gegeben, die haben das alles schon ausgeschmissen gehabt, da waren nur Kreise sozusagen. Und das war auch ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt eigene Software gemacht habe, weil die deutschen Programme, die es damals gegeben hat, die haben das nicht abdecken können. Also die haben halt nur Kreise können. Und da hat was gefehlt. Okay, schauen wir weiter mal. Danke, vielleicht blenden wir das wieder aus. Ja. Das war deine Diplomarbeit an der Universität Salzburg und dann hast du dich ja auch in der Dissertation weiter dem Thema gewidmet. Genau, also die Diplomarbeit war zunächst einfach mal wirklich sehr Entwicklungsarbeit, also die Software selber und auch die Mathematik dahinter beschrieben und so. Und bei der Dissertation war dann mehr die didaktische Anwendung im Vordergrund.
Vielleicht erzähle ich da kurz dazu, wie es dazu gekommen ist. Eigentlich wollte ich ja Lehrer werden. Also eigentlich sehe ich mich als gescheiterter Lehrer. Ich wollte Lehrer werden. Als gescheiterter Mathematiklehrer. Genau, als gescheiterter Mathematiklehrer. Also ich bin dann doch Lehrer geworden, aber halt bei euch an der Uni. Aber halt nicht in der Schule. Und der Grund war eigentlich, dass damals keine Jobs gegeben hat für Lehrer. Also es war dann im 2001, 2002. Da hat man ins Ausland gehen müssen, hat dann Kollegen gegeben von Salzburg, sind alle nach Freilassing gegangen, aber es hat keinen Job gegeben als Lehrer. Das war der Grund, warum nach meinem Unterrichtspraktikum, also mein Probejahr, wie das damals geheißen hat, ich sozusagen, naja, was mache ich jetzt? Okay, ja, GeoGebra ist eigentlich eh ganz cool. Und es war dann auch so, ich habe dann so einen Preis gewonnen. Mein damaliger Betreuer, Diplom-Betreuer, der Karl Fuchs von der Mathematik, hat mich dann angemeldet für so einen europäischen Softwarepreis. Und den habe ich damals auch tatsächlich dann gewonnen. Mit GeoGebra. Mit GeoGebra schon, genau. Und das war dann für mich, also dann war ich auch in der Kronenzeitung. Und das war für mich natürlich ganz aufregend und auch eine große Motivation, überhaupt nachzudenken, ob ich da weiter tue mit dem, weil es war zunächst halt einfach ja, mein Diplomarbeitsprojekt. Wie gesagt, Job habe ich keinen gehabt in der Schule, also bin ich an die Uni zurückgegangen, habe dann glücklicherweise ein Stipendium gekriegt von der Akademie der Wissenschaften, so ein Doc-Stipendium, was ganz super war. Und das hat mir dann die Zeit gegeben, dass ich eben noch zwei, drei Jahre weiterarbeiten kann, auch an der Dissertation in Didaktik, wo es eben wirklich gegangen ist um Einsatzmöglichkeiten von so einem Werkzeug, diese mehrere Repräsentationsformen, so sagt man in der Didaktik, also grafische Repräsentation von mathematischen Objekten und eben symbolische Repräsentation, also die Formen halt nebeneinander hat und was das für eine Möglichkeiten bietet. Und hat das schon immer GeoGebra geheißen, also schon in der Phase der Diplomarbeit oder wann ist der Name entstanden? Ja. Also in der Phase der Diplomarbeit war der Arbeitstitel Dumbledore, weil ich damals Harry Potter gelesen habe. Ich bin aber drauf gekommen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, markenrechtlich gesehen, wenn ich das wirklich unter dem Namen veröffentliche. Also ich glaube, das war damals, hat es irgendeine andere Software gegeben, die hat Cinderella geheißen und das war gar nicht mehr doch. Nein, es hat dann schon GeoGebra auch die Diplomarbeit, also die hat auch schon den Titel GeoGebra gehabt dann, ja, 2002, genau. Und wie ist es dann weitergegangen mit GeoGebra? Ja, wie ist es dann weitergegangen nach der DIS? Also in der Zeit der Dissertation habe ich halt schon begonnen, Lehrerfortbildungen zu machen, in Salzburg, aber dann auch in anderen Bundesländern, Österreich. Und habe das einfach ins Internet gestellt im Endeffekt, das Programm. Das war einfach kostenlos und durch die Lehrerfortbildung hat es dann auch schon eine gewisse Verbreitung gefunden. Und es wurde dann immer international aufgegriffen und in dem Fall haben es dann Kollegen in Florida entdeckt im Internet. Die haben irgendeine amerikanische Geometriesoftware benutzt damals für ein Projekt in Florida. Aber die war halt, so wie es damals üblich war, lizenzpflichtig. Das heißt, alle Lehrer, alle Schüler haben sich eine Einzelplatzlizenz kaufen müssen von der Software und das ist ein bisschen halt im Weg gestanden, dass das ordentlich verwenden können in dem Projekt. Jetzt haben sie so nach kostenlosen Alternativen umgeschaut und haben bei GeoGebra gefunden im Internet. Und das weiß ich noch genau, da hat man dann dieser Professor aus Amerika, aus Florida, eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht, wirklich war so zwei Zeiler, ob ich nicht zu Ihnen nach Florida kommen möchte. Und das war bei mir gerade so in der Abschlussphase von der DIS und ich dachte so, das ist jetzt, glaube ich, ein Scherz. Ich kenne den gar nicht und was ist jetzt das? Ja, und dann habe ich halt doch zurückgeschrieben und ja, tatsächlich hat sich das dann ergeben, dass ich dann in Florida gelandet bin an der Uni. Genau, und da habe ich dann weitermachen können. Und das hat natürlich die Perspektive auch sehr verbreitert, klar. Habe ich dann auch in Amerika herumreisen können, bei Konferenzen das halt herzogen und die Community ist dadurch natürlich dann auch gewachsen. Wobei in all diesen Phasen ja, du hast das eh gesagt, du das als lizenzfreie Software immer gedacht und konzipiert hattest. Das heißt, da war wahrscheinlich noch keinerlei unternehmerischer Gedanke dahinter zu dem Zeitpunkt. Richtig, genau. Also es war dann ja in diesen Jahren irgendwann, ich weiß nicht, wann es genau war, aber irgendwann habe ich es dann Open Source gemacht. Also zunächst habe ich nur E-Tron programmiert, das war ja wirklich hier allein, da war das ja egal, nicht notwendig, aber dann war die Situation, dass andere Kollegen, ein Lehrer aus England war dann dabei und ein Kollege von einer Uni in Luxemburg,
die wollten halt dann auch mithelfen, gewisse neue Funktionen zu ergänzen, habe ich es Open Source gemacht, einfach damit wir gut zusammenarbeiten können. Und ja, also es war überhaupt nicht angedacht, irgendwie damit Geld zu verdienen oder irgendwie einen kommerziellen Weg zu bestreiten, um das zu finanzieren. Es war im Wesentlichen durch Freiwillige gestützt. Ja. Genau, das ist erst dann ein bisschen später gekommen. Und dann kommst du aus Florida zurück. Wie lange warst du? Ein Jahr oder? 3 Jahre insgesamt. 3 Jahre, genau. Als Postdoc quasi an 2 verschiedene Unis. Ja, zuerst Florida Atlantic in Boca Raton und dann in Tallahassee in Florida State. Und dort habe ich auch mit, also GeoGebra war natürlich immer ein Thema, vor allem auch als Werkzeug. Aber was mich da schon sehr interessiert hat, waren Open Educational Resources, also freie Bildungsmaterialien. Da haben sie in Florida gerade so eine Plattform aufgebaut für ihren Lehrplan sozusagen, dass man da freie Unterrichtsmaterialien katalogisiert zum Lehrplan in Florida halt dann finden kann, wo auch Leute dann selber was reinstellen können und dass man sozusagen ein zentrales Register von offenen Unterrichtsmaterialien baut. Und da war ich mit beteiligt und das hat mich auch sehr geprägt, natürlich diese Idee, dass man jetzt nicht nur das Werkzeug selber hat, die App selber, sondern auch damit dann Unterrichtsmaterialien natürlich machen möchte und die fertig sind, die man schon fertig benutzen kann als Lehrer, damit ich nicht selber als Lehrer quasi mein eigenes Schulbuch schreiben muss oder meine eigenen Materialien immer alle selber erfinden muss, einfach aus Zeiteffizienzgründen. Also dass das einfach geteilt wird und dass damit auch die Mathematiklehrer und Lehrerinnen ein Stück weit auch Community werden, genau. die auch ihre Beispiele austauschen, auch genau. Im Wege von GeoGebra. Und das hat ja dann doch dazu geführt, dass sie die Nutzerinnenzahl sehr beschleunigt hat. Genau, weil, also ich glaube, es hat 2 Aspekte. Das eine ist, es macht es natürlich viel leichter für die Nutzer, irgendwelche fertigen, vorgefertigten Materialien zu benutzen, als dass man da, wie ich vorher gesagt habe, von Grund auf irgendwas selber da erst erstellen muss. Und das zweite war, dass die dann mitgemacht haben, war irgendwie ein Teil des Projekts geworden sind dadurch. Und ich habe einmal nachgeschaut, wie viel das jetzt eigentlich sind. Also inzwischen gibt es 400.000 Autoren. Also 400.000 Leute, die von sich aus Materialien beigesteuert haben. Und das sind, glaube also, ich. Damit wir das nur mal hervorheben, 400.000 Menschen, Mathematikpädagoginnen, Pädagogen, die da auch wirklich in einer gewissen Weise an der Entwicklung mitgewirkt haben. Genau, also die so zumindest ein Arbeitsblatt beigesteuert haben. Also es gibt natürlich einige, die sehr, sehr viel machen und manche halt natürlich dann weniger. Und die haben diese veröffentlicht auf unserer Webseite. Das sind jetzt, wenn man nachgeschaut, über 1,5 Millionen Arbeitsblätter, die quasi frei zur Verfügung stehen und dann Open Source Lizenz. Und die halt dann jeder benutzen kann. Also über das hinaus haben sie natürlich auch private Materialien, die sie jetzt nur für ihre eigenen Schüler nutzen. Das sind, glaube ich, 20 Millionen oder so in der Größenordnung Materialien. Aber einige davon, da sind so stolz drauf, dass wirklich dann auf Veröffentlichen klicken und das kann dann jeder benutzen. Und uns ist immer, immer wichtig, dass es auch adaptierbar ist. Das heißt, ich kann es nicht nur so benutzen, wie es ist, sondern ich kann es auch kopieren und was ändern, ich kann Bezeichnungen ändern, weil in meinem Unterricht ich halt vielleicht den Punkt anders nennen möchte und so. Und das finde ich ja sehr, sehr einfach eine schöne Geschichte. Im Prinzip die gleiche Idee wie bei der Wikipedia, dass man gemeinsam zusammenhilft, um einfach weit mehr erstellen zu können, als jeder Einzelne natürlich jemals machen könnte. Bleiben wir noch kurz biografisch. Du kommst aus Florida zurück und bin an der schönen JKU gelandet dann. Und landest an der Universität, wo du seither tätig bist, an der JKU. Und es war klar, ein Thema ist natürlich, GeoGebra weiterzuentwickeln. Und in GeoGebra selbst, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was GeoGebra jetzt im Alltag eines österreichischen Schülers bedeutet. Das spielt ja zwischenzeitlich in der Regel ja nicht unwesentliche Rolle. Mhm. Ja, darf ich nochmal mein Bildschirm teilen? Ja, klar. Genau. Jetzt sage ich vielleicht. Genau, also inzwischen ist es eben so, also vorher haben wir gesehen, die
Die Klassikversion, das war im Wesentlichen auf Laptops. Und inzwischen ist natürlich jetzt in Richtung Handys gegangen. Also wir haben dann eben auch Handy-Apps gemacht, und also eine App, die überall funktioniert sozusagen, auf Smartphones und Tablets und Laptops. Und inzwischen wird halt GeoGebra dann auch verbreitet in Prüfungen eingesetzt zum Beispiel. Also wir haben dann auch so einen Prüfungsmodus. Und das ist auch in Österreich so, aber es gibt auch in Bayern und in New York, wo dann in Abschlussprüfungen, also quasi bei der Matura, dann auch die App benutzt wird. Also in dem Sinn ist GeoGebra sozusagen ein Taschenrechnerersatz geworden, der halt viel vielseitiger ist und auch viel intuitiver zu bedienen, und natürlich die Schülerin war ja dafür lieber ist, aber wenn man Interviews macht und die fragt, dann kommt es natürlich immer wieder, dass viel lieber mit dem Handy arbeiten oder mit dem Tablet arbeiten als mit einem guten alten Taschenrechner, weil die Bedienkonzepte viel intuitiver sind natürlich und das alles viel flüssiger funktioniert. Genau, und das andere ist, wenn ich da noch kurz weiter sagen darf, dass wir eben auch versuchen, da einige neue Dinge auszuprobieren. Also eine Sache ist in unserer 3D-App, dass wir da jetzt mit Augmented Reality auch begonnen haben zu experimentieren. Das bedeutet, dass man durch das Handy durch quasi in die Wirklichkeit schaut und in dem Fall Objekte, die es in der Wirklichkeit gibt, wie diese kleine Schachtel auf dem Tisch, die jetzt modelliert. Also ich kann quasi da direkt in der Wirklichkeit was konstruieren. Nicht nur auf dem Bildschirm, so wie wir es vorher gesehen haben, sondern jetzt sozusagen in der Wirklichkeit. Und sehen wir es eh gleich, mache ich mir da so ein Objekt jetzt quasi virtuell und kann es aber direkt wirklich mit der Wirklichkeit vereinen und drüberlegen und dann auch maßstabsgetreu und dann sofort rechnen damit. Also ich kann dann sofort irgendwie Volumen rausholen und verschiedene Dinge. Das finde ich ganz spannend. Und die Idee dahinter ist natürlich, oder korrigiere mich, wenn ich das falsch einschätze, auch den Nutzen von Mathematik stärker spürbar zu machen. Ja, weil natürlich. Ich ja dann sozusagen Mathematik quasi in meinem Alltag einsetzen kann. Ja, genau, weil so ist ja, das ist quasi ein Taschenrechner-Ersatz. Also man ersetzt das, was es schon gibt, das ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber die Technologie kann uns wirklich helfen, verstärkt Verbindungen zu alltagsrelevanten Dingen herzustellen, was die Schüler halt auch wirklich kennen und sie selber betrifft. Und da finde ich Augmented Reality ganz eine klasse Sache. Also auch einfach auch zur Motivationssteigerung, dass man die Mathe einmal einfach was Cooles macht. Ja. Das heißt, man geht auf dieses Objekt mit der Fotofunktion. Mhm. Ja, es ist quasi so, du schaust da quasi durch. Also es ist so, du hast unser Grafikfeld. Also ich bin in GeoGebra-App. Genau, das ist die GeoGebra-App, du bist da drinnen. Und quasi dann funktioniert es so, man hält es auf den Tisch hin, dann fragt er dich irgendwie nur, was ist die Ebene? Und da klickt man einmal hin, dann merkt er quasi, dass der Tisch ist die Ebene. Und da legt das Koordinatensystem quasi rein und dann kann ich da sofort beginnen zu konstruieren, wie man es da eben sieht. Kann da Punkte reinlegen dann, das mache ich alles am Handybildschirm, indem ich am Handybildschirm quasi dann drauf tippe. Das, wir okay, das geht alles in der App selbst. Okay. Alles in der App selbst, genau. Es ist nicht irgendwie nachbearbeitet von einem Video oder irgendwas, sondern ich mache eine Live-Sicht auf die Wirklichkeit. Und das Coole ist natürlich, ich kann rundherum gehen. Also das sieht man da ein bisschen, dass man die Perspektive natürlich ändern kann. Ich kann auf die andere Seite gehen, mir das von der anderen Seite anschauen. Oder wenn es ein größeres Objekt ist, kann irgendwie durchgehen, was Schüler natürlich besonders cool finden. Und das ist aber jetzt nicht Vision, das gibt es als solches schon. Also das heißt, das kann sich jeder herunterladen. Genau. Also das ist einfach die GeoGebra 3D-App. Die gibt es in die App-Stores für Android und für iOS und die kann man runterladen. Das war übrigens so, Apple hat das vor ein paar Jahren eingeführt, diese Augmented Reality Technologie, die waren da die Ersten. Und die haben uns auch damals aktiv kontaktiert, weil es wusste, wir haben eine 3D-App, dass wir da mit ihnen zusammenarbeiten, um ein Prototyp-App für Mathematikunterricht zu bauen. Also die haben uns dann auch quasi als Featured-App und so weiter dann auch verbreitet und einfach auch als Best-Practice-Example für so eine App, was man damit machen kann. Ich meine, jetzt, glaube ich, gibt es ja überall diese Maßstab-App, gibt es jetzt, glaube ich, überall fertig eingebaut, dass man was abmessen kann in der Wirklichkeit.
so ein Measurement-Tape-App oder wie das heißt. Und jetzt ist es schon ein bisschen verbreiteter. Genau. Apropos Verbreitung, vielleicht springen wir wieder zurück. Ja, also Verbreitung. Vielleicht hätte ich das Bild nur ganz kurz, bevor ich das wieder ausschalte. Ja. Das sind die GeoGebra-Institute. Wie gesagt, wie dann in Amerika war, ist das halt alles sehr viel internationaler geworden. Und diese Pins, die man da sieht, das sind quasi GeoGebra-Nutzergruppen. Wir haben die GeoGebra-Institute genannt. Und das sind im Wesentlichen Leute an Unis oder Lehrergruppen, eine kleine Gruppe von Lehrern, die halt mit GeoGebra arbeiten und die dann lokal Workshops veranstalten, vielleicht Materialien erstellen und halt einfach lokal aktiv sind dann in ihrer Community. Und da haben wir jetzt über 700 Freiwillige in dieser engeren Community, wie ich das nennen würde, die halt Übersetzungen machen. Also dadurch gibt es GeoGebra in über 60 Sprachen, halt auch kleineren Sprachen, also wie Katalan oder Basque. Ja. Das würde sonst der Firma nie machen, aber so machen die das selber. Und das ist quasi ein schöner Teil dieser Open Source und Community-Idee. Und wie viele Nutzer gibt es jetzt bei GeoGebra? Ja, also wir schätzen einfach so von den Zahlen, die wir sehen über die Webseite, so 100 Millionen Nutzer pro Jahr derzeit weltweit. Unglaublich, wie hat sich das entwickelt? Ich meine, ich habe einmal über dich gesagt, dass du aus meiner Sicht der größte österreichische Influencer bist und mit 100 Millionen Usern liege ich da wahrscheinlich nicht ganz falsch. Wie hat sich das über die Jahre entwickelt, dass es dann zu dem Stand an Usern gekommen ist? Ja, also eben sicher durch die Community. Man ganz alleine, zentralistisch sozusagen, geht ja das nicht. Aber ich habe gemerkt, dass gerade in dieser, wenn es jetzt geht, um Lehrerinnen, Schülerinnen zu erreichen, also vor allem spielen wir über die Lehrer-Communities. Das heißt, wir haben dann halt auch begonnen, Fortbildungen anzubieten in den verschiedenen Netzwerken, die es halt gibt. Also es gibt überall so Lehrerinnenvereinigungen und Südamerika zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich habe dann Kontakt gehabt zu einigen Kolleginnen an Unis in Spanien. Die haben dann wieder viel Kontakte gehabt zu Südamerika und haben dann begonnen, ich kann in Spanisch, nein, in Portugiesisch, und haben die begonnen, dort das zu organisieren. Die haben mich dann mal eingeladen nach Spanien. Dann habe ich dort quasi denen was erzählt, habe denen meine Folien gegeben, die haben es auf Spanisch übersetzt und haben dann die gleichen Workshops in Südamerika gemacht. Und so war das wirklich so ein Schneeballeffekt, sodass das so explodiert ist, was für mich natürlich auch unglaublich ist eigentlich, dass aus dieser kleinen Diplomarbeit dann so ein Phänomen, so ein weltweites Phänomen entsteht. Und wichtig war natürlich, glaube ich, schon die zwei Dinge, dass die Software natürlich kostenlos ist. Das war damals noch nicht selbstverständlich, weil die meisten anderen haben doch irgendwie probiert, Lizenzen zu verkaufen. Das habe ich nie gemacht. Und das Zweite, dieser Mitmachcharakter, dieser Community-Aspekt, dass ich als Übersetzer mitmachen kann, Workshops machen kann, dass ich die Materialien hochladen kann auf die Webseite. Man hat also viele Möglichkeiten für verschiedene Typen von Menschen. Manche gibt es, die stellen sich lieber vor eine Gruppe hin und erzählen was, und andere, die arbeiten lieber im Stillen zu Hause. Und beide sozusagen haben bei uns mitmachen können und war immer das Angebot da, dass man in irgendeiner Form da reinwachsen kann in die GeoGebra-Community. Und diese unglaubliche Verbreitung hat auch dazu geführt, dass GeoGebra in Indien eingesetzt wird, und damit nähern wir uns auch dem Deal, und dort auch indische Lehrer das eingesetzt haben. Und das hat das Unternehmen aufmerksam gemacht auf GeoGebra, das letztlich jetzt auch GeoGebra als Unternehmen erworben hat. Genau, also natürlich in Ländern wie Indien, da haben wir das vorher auch nicht so direkt gesehen, weil dort, also GeoGebra, die Apps können ja auch offline benutzt werden. Das heißt, wenn es wer runterlädt und das dann verbreitet, und man, heute ist das jetzt natürlich nicht mehr so oft, aber da hat es halt Beispiele gegeben, in Uruguay zum Beispiel hat es ja schon vor über 10 Jahren so eine Geräteinitiative gegeben, wo dann alle Kinder einen Laptop gekriegt haben. Und da ist halt GeoGebra vorinstalliert gewesen. Und solche Dinge hat es, glaube ich, auch in Indien gegeben, dass halt CDs einfach verteilt worden sind mit GeoGebra drauf,
Und dass halt Lehrer auch in völlig entlegenen Schulen irgendwo einfach, wo es einen Computer gegeben hat, haben sie das da halt installiert und benutzt. Und das haben wir ja gar nicht so mitgekriegt teilweise. Und das war jetzt eigentlich ganz, ganz interessant mit BYJU'S. Wie ist das passiert, der Kontakt dorthin? Wir haben jetzt erfahren, dass tatsächlich die Leute bei BYJU'S, die jetzt auf uns zugekommen sind, selbst Lehrer waren in Indien, jahrelang in der Klasse und dort der GeoGebra selbst benutzt haben, also die GeoGebra Classic Version. Und das ist natürlich ein gutes Fundament, wenn ich dann 10 Jahre später sie dann wieder trifft in einem anderen Kontext. Und BYJU'S ist dieses indische Unternehmen, das im Bereich von Bildung auch sehr aktiv ist. Ein sehr kapitalstarkes indisches Unternehmen. Man spricht auch von einem indischen Unicorn. Und die sind, wie du gerade erzählt hast, dem aufmerksam geworden über Mitarbeiter, die früher Lehrer waren und GeoGebra eingesetzt haben. Genau. Weil bevor BYJU'S jetzt in den letzten Monaten auf dich zugekommen ist, du hast GeoGebra zwar auch als Unternehmen geführt, aber das ist eigentlich in der Vergangenheit nicht wirklich sehr im Vordergrund gestanden, wenn ich das richtig sehe. Ja, vielleicht, wenn ich kurz über diesen Aspekt rede, jetzt haben wir quasi über die Community geredet, ja. Und so hast du eine akademische Seite sozusagen. Und die Firmenseite ist eigentlich auch ganz witzig entstanden. Es war dann nämlich so, dass irgendwann einmal ein deutscher Verlag geworden ist. Die haben dann halt GeoGebra benutzt, um Materialien zu erstellen. Damals nur auf CD und auf einer CD beigelegt, GeoGebra-Materialien. Und das war mir eh egal gewesen und so. Also die haben nichts zahlen müssen und so, das war mir egal. Aber was mir die ärgert hat, ist, dass die auf dem Cover von dem Buch groß mit GeoGebra-Logo und so dann Werbung gemacht haben. Und das Produkt an sich habe ich schlecht gefunden, inhaltlich. Das war einfach didaktisch, also meiner Sicht schlechtes Produkt. Und das hat mich dann irgendwie geärgert, dass die das einfach machen können, ohne dass sie mich zumindest fragen müssen. Und da haben wir dann eigentlich mal zum Nachdenken begonnen, wie könnte man denn einen Weg finden mit unserer Lizenz, wo man einerseits es weiter sicherstellen, dass die Community, die Lehrerinnen und Schüler weiter kostenlos die Software benutzen können, aber andererseits die Verlage uns zumindest fragen müssen und uns das mal sagen, was sie da tun, dass wir da ein Vetorecht haben sozusagen. Genau, und das war eigentlich der Ursprung, dass wir unsere Lizenz leicht anpasst haben, dass also nicht kommerzielle Nutzer, also Lehrer, Schüler, halt alles gratis benutzen dürfen natürlich. Das ist so und wird auch weiter so bleiben, aber dass kommerzielle Partner eben fragen müssen. Dadurch ist das entstanden. Und da haben wir halt dann begonnen, das Businessmodell von der Firma. Da haben wir dann begonnen, die Verlage um einen kleinen Beitrag zu bitten, dafür, dass sie im GeoGebra in ihre eigenen Unterrichtsmaterialien benutzen. Okay, und dann kommt die letzten Monate BYJU'S auf dich zu, um tatsächlich jetzt das GeoGebra-Unternehmen zu kaufen. Dieser Deal ist jetzt über die Bühne, wie das bei solchen Deals üblich ist. Habt ihr natürlich Vertraulichkeit vereinbart, was den Inhalt dieses Deals betrifft, aber die eine Frage, nachdem du auf den Titelseiten auch von Zeitungen damit warst, bist du tatsächlich der 100-Millionen-Dollar-Mann? Das ist nämlich der kolportierte Kaufpreis in dem Zusammenhang. Ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben da natürlich Stillschweigen vereinbart mit BYJU'S. Also ich darf da jetzt keine Details sagen, aber dazu kann ich nur sagen, dass ich selbst sehr verblüfft war, wie ich das gelesen habe. Und ich kann nur sagen, dass das leider nicht stimmt. Okay. Du wirst über die Höhe des Kaufpreises uns keine Angaben machen, aber ich glaube, das, was für die GeoGebra-Community, für die vielen, die da Dinge einpflegen, aber natürlich auch für die 100 Millionen Schülerinnen und Schüler, die das weltweit nutzen, und wir haben ja ein bisschen einen Eindruck jetzt in dem Gespräch bekommen, also bis in die tiefe Provinz von Uruguay beispielsweise wird GeoGebra genutzt, wird sich an diesem Konzept, an dieser Idee, an dieser Open-Source-Idee dadurch etwas ändern?
Nein, wird sich nicht ändern aus meiner Sicht. Also es ist auch vertraglich zugesichert. Das war mir natürlich ganz wichtig, auch von Anfang an in den Gesprächen mit BYJU'S, dass das gesichert bleibt, also dass GeoGebra weiterhin kostenlos zur Verfügung steht und alle unsere Materialien, die auf der Webseite sind, dann im Prinzip die gesamte nicht kommerzielle Seite soll also unangetastet bleiben. Im Gegenteil, also ich erwarte mir eben, dass wir durch die Partnerschaft mit BYJU'S einfach da immer mehr machen können. Also, dass wir einfach noch mehr investieren können auch in unsere freien Apps und da einfach auch noch mehr, noch zügiger voranschreiten können als bisher. Aber es ist natürlich ganz wichtig für mich. Du wirst ja Geschäftsführer bleiben, wenn ich das richtig sehe. Und du wirst auch weiterhin für den wissenschaftlichen Spirit in GeoGebra verantwortlich sein. Genau, also meine Kinder habe ich auch erzählt am Wochenende und die haben mich dann auch gefragt, aha, okay, bist du dann nicht mehr Chef von GeoGebra? Und ich so, ja, schon, ich bin schon noch Chef und dann, aha, ja, dann ändert sich eigentlich eh gar nichts, oder? Ja, genau, es ändert sich eigentlich eh gar nichts. Also, und das versuche ich mir jetzt auch zu transportieren. Aus meiner Sicht, was sich ändern wird, ist, dass GeoGebra also die Firmenseite von GeoGebra zusätzliche Stabilität kriegt, einfach. Wir haben ja bisher eben mit diesem Businessmodell, das ich schon erklärt habe, vorher ca. 300 weltweite Partner, das sind im Wesentlichen Verlage, die GeoGebra eben benutzen. Das wird auch weiter so sein. Wir haben jetzt einfach einen sehr speziellen Partner, das ist BYJU'S, der im Übrigen auch vorher schon Partner war. Also die haben wir schon seit 2 Jahren mit uns eng zusammengearbeitet als einer unserer Partner und sie werden einfach jetzt ein sehr spezieller Partner. Ja, also sozusagen nach außen irgendwie schaut das jetzt aus, als war das jetzt eine riesen Veränderung, aber in Wahrheit ist es eigentlich nur quasi Ausbau dieser bestehenden, starker Ausbau natürlich dieser Partnerschaft. Eine Frage, die jetzt über Chat hereingekommen ist und das führt uns ein bisschen zur Biografie zurück, aber auch zu dem enormen Erfolg, den GeoGebra hat. Was würdest du sagen, hätte sich GeoGebra so entwickelt und letztlich hat deine Karriere, wenn du nicht in den USA gewesen wärst, also wenn dieses zweizeilige Mail nicht gekommen wäre damals? Es ist schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass das wichtig war, sowohl für GeoGebra als auch für mich persönlich. Vielleicht sogar noch wichtiger für mich persönlich, weil ich bin halt Österreicher, bin da aufgewachsen, bin auch nicht sehr mobil gewesen vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und einfach durch diesen Auslandsaufenthalt hat sich schon mein Blick auf die Welt stark verändert. Und einfach, weil vorher hätte ich halt GeoGebra für Österreich gemacht und war sehr zufrieden gewesen damit. Aber dadurch, dass ich dort war und dann halt so viele Kontakte eben nach Südamerika und so weiter entstanden sind, hat sich quasi mein Anspruch auch ein bisschen geändert, dass wir eigentlich der ganzen Welt helfen wollen. Also ich denke schon, dass das wichtig war. Ja. Vielleicht kommen wir mal zum Schluss ein bisschen zu deiner Tätigkeit an der Johannes Kepler Universität. Gerne, ja. Dein Lehrstuhl ist ja zwischenzeitig an der School of Education. Du hast dort den Bereich MINT-Didaktik inne, leitest den Bereich MINT-Didaktik, bist ganz wesentlich in die Lehrerinnenbildung in Österreich eingebunden. Aber die School of Education an der Johannes Kepler Universität ist natürlich im Bereich dieser Fachdidaktik sehr forschungsstark. Und da gibt es ja jetzt auch jenseits von GeoGebra weitere Projekte, die ja ganz wesentlich das Schulwesen in Österreich betreffen. Es ist übrigens ganz ein interessanter Vergleich gebracht worden, vielleicht magst du dazu auch was sagen. In einer österreichischen Zeitung ist gesagt worden, naja, jemand, der so einen Deal zustande bringt, das ist ein bisschen so wie der David Alaba bei einem Regionalliga-Club. Vielleicht kannst du unter dem Gesichtspunkt ein bisschen was zur School of Education sagen und zu dem, was da von der JKU aus bewirkt wird, jetzt auch in der Zukunft. Ja, also dem würde ich irgendwie stark widersprechen. Die JKU ist sicher kein Regionalliga-Club.
Also die JKU, vielleicht auch um das kurz einzugehen, ich bin seit 2010 eben hier. Natürlich diese wissenschaftliche Seite und die Firmenseite sind getrennt gewesen und auch weiterhin natürlich getrennt. Aber ich möchte schon sagen, einfach, dass die JKU und Linz und Oberösterreich an sich einfach ein sehr gutes Umfeld sind für sowas. Weil ich kenne sie ja im Vergleich aus Salzburg, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo halt Tourismus und mir sind die Wiege gelegt, weil ich quasi im Hotel aufgewachsen, wo einfach hier sehr viele Möglichkeiten sind für Unternehmertum, auch natürlich mit starker Informatik rundherum. Das heißt, das ist einmal ein gutes Umfeld, um das hier zu machen. Das möchte ich schon auch gleich mal sagen. Und an der School of Education, jetzt im konkreten Fall, haben wir in den letzten Jahren wirklich auch versucht, da uns sehr international auszurichten. Es ist uns auch geglückt, zum Beispiel einen Kollegen von der Uni Cambridge zu uns zu holen, den Scholt Lawitzer, der da eben auch gerade im Forschungsbereich, wie du das angesprochen hast, wir haben ja da jetzt diese STEAM Doctoral School, also im naturwissenschaftlichen Bereich quasi Doktoranden, Ausbildung da jetzt auf sehr internationale Schienen gebracht, also wo man wirklich eine größere Gruppe von 30 plus wirklich Doktoranden aus der ganzen Welt anziehen hierher an die JKU und das möchten wir eben ergänzen und auch stärken mit dieser lokalen Initiative, die du da jetzt schon indirekt angesprochen hast. Also es freut mich sehr, dass wir jetzt da mit deiner Unterstützung, danke Meinhard, und jetzt das Ministerium dieses neue Zentrum, das Center for Open Digital Education, also das CODE, kurz gesagt, das CODE wird ein Zentrum jetzt für offene Unterrichtsmaterialien, offene Bildung, wo es eben genau um das geht, dass jetzt wirklich ein akademischer Schwerpunkt auch gesetzt wird auf diese offenen Community-Formen und wie damit dann auch Unterricht positiv beeinflusst werden kann. Selbstverständlich passiert dann an der Uni halt nicht nur die Entwicklung solcher Materialien, sondern auch die Begleitforschung. Und das ist natürlich ganz wichtig, eng zu kooperieren mit anderen Fachbereichen, anderen Kolleginnen und Kollegen, also in unserem Fall natürlich insbesondere mit Bildungsforschung und aber selbstverständlich auch mit den naturwissenschaftlichen Fächern. Genau. Du bist da jetzt also ganz wesentlich eingebunden in Kooperation mit dem Bildungs- und Wissenschaftsministerium, eigentlich daran zu arbeiten, was jetzt für die vielen Notebooks, die angeschafft wurden, dann auch wirklich der didaktische Inhalt sein soll, und bringst natürlich all deine GeoGebra-Erfahrung jetzt auch für dieses wichtige Projekt für die österreichischen Schülerinnen und Schüler ein. Genau, vielleicht darf ich da ein kleiner Beispiel zeigen. Also ich habe jetzt gerade schon das CODE erwähnt. Und das CODE soll eben konkret jetzt auch diese Geräteinitiative unterstützen. Also die Schülerinnen und Schüler in Österreich kriegen ja jetzt im Alter von 11, 12 Jahren alle Laptops bzw. Tablets. Das haben sie die Schulen dann selber aussuchen können. Das heißt, die Kinder haben dann alle Geräte. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir damit? Und gerade auch in Mathematik, wo dann auch oft eben das Argument kommt, naja, die sollen da selber irgendwie rechnen können und nicht mit dem Taschenrechner alles machen. Und da möchten wir Möglichkeiten aufzeigen, wie Technologie unterstützen kann, quasi auch fürs Üben und fürs Entdecken und Verstehen von Mathematik und jetzt nicht nur quasi als Rechenknecht, dass es einem die Arbeit abnimmt, was natürlich dann später auch passieren kann, aber das ist nicht der einzige Zweck. Und ich zeige jetzt da ein Beispiel von unserem Team an der JKU, die jetzt begonnen haben, für die erste Klasse, quasi Mittelschule bzw. Gymnasium, da so Materialien zu erstellen. Das ist jetzt etwas zur Buchrechnung, wo man halt dann so einfache Visualisierungen hat. Da wird so ein Kuchen zerteilt, dass man sich das mal vorstellen kann. Und dann halt andere Modelle, also diese Pizza-Modelle, die man natürlich dann auch alle kennen. Und das hat natürlich da einfach den Mehrwert, dass man halt das dynamisch sehr, sehr schnell ändern kann. Wie du vorher schon gesagt hast, wenn es zeichnen müsste, es dauert dann immer alles ewig. Aber auch beim Üben ist das sehr hilfreich, also vielleicht hupfen da gleich mal einer, dass man halt dann sehr schnell unendlich viele Übungen hat. Also da sind das jetzt zwei Sechstel, ja, nein. Jetzt sind wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Okay, passt. Ja, nein, das ist falsch, glaube ich. Genau. Und so weiter. Das heißt, die können einfach üben, das geht unendlich weiter. Und die Schüler können sozusagen auch selber für sich bestimmen, wann habe ich es gecheckt. Wenn ich es jetzt 5 Minuten hintereinander richtig habe, dann kann ich da aufhören.
Genau, also solche Übungen, die bauen wir jetzt gerade, da steckt GeoGebra dahinter. Also das, was man da sieht, ist ein GeoGebra-Arbeitsblatt. Aber man sieht natürlich überhaupt nicht mehr, dass das GeoGebra ist. Es ist letztlich auch wurscht. Das ist dann nur die Technologie im Hintergrund. Und GeoGebra ist sozusagen die mathematische Engine, die wir dann an der Uni in dem Fall benutzen als Plattform. Wir haben einige Fragen. Vielen Dank einmal für die Erklärungen bisher. Eine Frage, die neuliegend ist, weil du sagst, es wird sich für GeoGebra nicht Substanzielles ändern. Es ist jetzt sogar so, dass ihr einen starken strategischen Investor habt, der jetzt sozusagen für GeoGebra verantwortlich zeichnet. Aber dann natürlich die Frage, warum investiert BYJU'S Geld? Was haben die davon? Ja, ich glaube, hauptsächlich liegt es einfach daran, BYJU'S benutzt ja unsere Technologie ganz zentral in eigenen Produkten und die wollen es einfach noch viel stärker machen. Also konkret, die haben in Indien in einigen Online-Kursen solche GeoGebra-Materialien auch eingebaut und die müssen sich jetzt sicher gehen, dass es uns länger gibt. Sie haben quasi diese technologische Abhängigkeit und wollen es stark ausbauen. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten, entweder sie zahlen uns eine Lizenzgebühr oder quasi, wir wären gleich Teil der Familie. Wir waren so wichtig für sie, dass sie gesagt haben, sie wollen eigentlich, dass wir Teil der Familie werden. Und ich habe auch mit denen schon gesprochen über andere Technologien. Bei denen geht es immer um die Frage, machen wir es selber oder übernehmen wir das? Also das ist sozusagen so, wie die derzeit vorgehen. Und in unserem Fall waren wir so wichtig, dass sie es übernommen haben. Und der zweite Teil ist, und das ist mir auch wichtig, das nochmal zu sagen, dass ich mit den Gründern gesprochen habe, die kommen eben selber aus einfachen Verhältnissen vom Land sozusagen wie ich, haben selber GeoGebra benutzt im eigenen Unterricht als Lehrer und denen ist es tatsächlich ein echtes Anliegen, dass diese Plattform weiterhin kostenlos zur Verfügung steht, weil sie wissen, wie wichtig das auch für sie selber war, dass in Indien, wo man halt kein Geld hat, einfach solche Werkzeuge verfügbar sind für alle. Das heißt, für BYJU'S ist es einerseits für die Produkte, die sie schon haben, technische Plattformen, die sie nutzen und andererseits auch Teil ihrer Social Mission, dass sie einfach auch diese positive Idee, dass Mathematik niederschwellig zugänglich sein sollte, auf diese dynamische Art, ganz wichtig für sie. Dazu passt dann eine Frage, die ein Zuhörer oder Zuhörerin gestellt hat. Ob die Utopie von GeoGebra, dass das für alle zugänglich und offen bleibt, auch in aller Zukunft, gerade auch für das indische Volk gilt, das ist ein indisches Unternehmen. Und du hast ja selber gesagt, wie wichtig gerade dieser Aspekt auch in Ländern ist, wo die soziale Bedürftigkeit besonders groß ist. Aber ich glaube, die Antwort ist klar. Genau, also es wird so weitergehen und ich werde natürlich sehr drauf schauen, dass das auch so ist, ja. Eine andere Frage, welche Vision, jetzt geht es sozusagen um die Zukunft von GeoGebra und insgesamt um die Zukunft der MINT-Didaktik, geprägt durch Professor Markus Hohenwarter. Welche Vision hast du bezüglich Einführung von künstlicher Intelligenz in die GeoGebra-Plattform, bekanntlich ein Thema, in dem die JKU auch sehr, sehr stark aufgestellt ist, vielleicht der für unsere Zuseherinnen und Zuseher sagen, der Professor Markus Hohenwarter war ein ganz wichtiger Mitstreiter, wie wir das Artificial Intelligence Studium an der JKU eingeführt haben. Den, wer sich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, der wird lernen, dass Mathematik in der künstlichen Intelligenz mindestens so wichtig ist wie Informatik und daher jetzt ganz wichtig ist, dass man einen positiven Start in das Studium hat, was die Mathematik betrifft. Und der Markus Hohenwarter hat sich wesentlich darum gekümmert, dass wir so einen Art Soft-Einstieg in die Mathematik im AI-Studium machen. Aber die Frage geht in eine andere Richtung, nämlich siehst du eine Perspektive für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Mathematikdidaktik? Ja, durchaus. Also gerade in dem Bereich adaptives Lernen, also sprich, wo man individualisierte Lern- und Übungsangebote hat. Also vorher habe ich ja so Beispiele gesagt zum Hochrechnen. Da ist es ja derzeit so, dass quasi alle Schüler immer dieselben Aufgaben kriegen. Und adaptiv bedeutet, dass das System sich anpasst an den jeweiligen Schüler
Also abhängig davon, ob man was richtig macht oder was falsch macht, kriegt man halt dann vielleicht einfachere Aufgaben oder schwierigere Aufgaben. Das heißt, dass jeder, dass das System sich anpasst an das Lerntempo der jeweiligen Person. Und für diese adaptiven Algorithmen im Hintergrund könnte künstliche Intelligenz natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und da gibt es auch Ideen. Es gibt sogar schon ein Projekt bei uns, Meinhard. Ja. Dieses Math-Skill-Testing-Projekt, wo es genau in diese Richtung geht, wo wir eben gemeinsam mit der Donau-Uni-Krems da jetzt kooperieren und versuchen, so eine genauso adaptive Engine auch zu entwickeln und das zu koppeln mit GeoGebra. Ja, also das ist ja wissenschaftlich gerade im Gange bei uns, richtig. Wie ja überhaupt der Einsatz von künstlicher Intelligenz eine ganz wesentliche Rolle spielt, nach all dem, was ich dazu schon gelernt habe, eben tatsächlich den Unterricht und die Lehrmaterialien sehr auf die jeweils individuelle Person auszurichten. Da kann künstliche Intelligenz sehr, sehr wichtig sein. Ja. Markus, ich würde gerne zum Abschluss, ich schaue immer wieder in den Chat, ob es Fragen gibt noch. Kurz besteht noch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen, aber dich gern so zum Abschluss fragen. An sich das Thema digitale Transformation und die Entwicklung des Unterrichts und die Entwicklung der Bildung. Du hast ja mit GeoGebra wirklich ein Role Model entwickelt, wie die Digitalisierung den Mathematikunterricht ganz grundlegend verändern kann und die Lernmöglichkeiten in der Mathematik grundlegend verändern kann. Du bist jetzt wieder an der Spitze, was jetzt die Entwicklung dieser Unterrichtsmaterialien mit den neuen Notebooks der österreichischen Schülerinnen und Schüler betrifft. Aber wenn du ein bisschen über die Mathematik hinausblickst, wie siehst du die Vision der Digitalisierung, der digitalen Transformation im Bildungsbereich? Also ich denke, dass mit dieser Geräteinitiative jetzt einmal ein wichtiger erster Schritt gesetzt wurde. Und natürlich auch durch das ganze Distance Learning und so ist da sehr viel in Bewegung gekommen. Ich denke, dass es einfach wichtig ist, da praktikable Lösungen zu haben und die Lehrerinnen und Lehrer dabei nicht zu vergessen, dass man die unbedingt mitnehmen muss. Also es hilft uns nichts, wenn wir ganz tolle Systeme haben oder auch die Geräte haben und aber quasi diejenigen, also es muss auch Überzeugungsarbeit geleistet werden unter den Lehrerinnen und Lehrern, dass das hilft einerseits und auch wie man dann Lehrerinnen und Lehrer unterstützen kann. Also ich glaube, das wäre so meine Bitte bei dem Ganzen, dass diese soziale Komponente, wie wir vorher schon von der Mathematik und der sozialen Komponente gesprochen, dass diese soziale Komponente bei der digitalen Transformation in den Schulen einfach gut auch begleitet wird, dass Lehrerinnen und Lehrer Unterstützung erfahren, sowohl technische Unterstützung, aber auch didaktische Unterstützung. Und ich könnte mir das so vorstellen, dass halt wirklich da auch Communities gebildet werden, unterstützt werden, wo Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel in einzelnen Schulen ihre Materialien untereinander austauschen können, in einem kleineren Rahmen. Nicht jeder möchte es gleich ins Internet stellen, so wie auf unserer Plattform, das verstehe ich auch. Aber dass in kleinen, das dann auch diskutiert wird, dass da wirklich Team-Teaching zum Beispiel dann auch gut unterstützt werden kann und dass einfach diese Begleitung da nicht zu kurz kommt. Welche Rolle spielt Präsenzlehre, wenn es so gute digitale Tools gibt? Ja, das kann es natürlich nicht ersetzen. Ich glaube, das haben wir jetzt in der Pandemie alle sehr eindrücklich erlebt. Also was passiert, wenn man glaubt, dass man das nur digital macht? Also darum geht es nicht. Die Technologie soll die Kommunikation unterstützen, ja, die Zusammenarbeit unterstützen, aber nicht ersetzen. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum wir in die Schulen gehen oder an die Uni gehen, ist, dass wir miteinander diskutieren, dass wir miteinander in Austausch kommen und die Technologie sollte als etwas gesehen werden, die uns dabei hilft, aber quasi das nicht ersetzt. Also ich denke, da haben wir jetzt viel gelernt, dass die Präsenzlehre sehr, sehr wichtig ist und bleibt. Eine Frage haben wir noch im Chat und das finde ich eine sehr schöne Abschlussfrage. Markus, hast du eine Idee, wie man tolle Wissenschaftler, wie du einer bist, wieder nach Österreich holen kann?
Ja, ich glaube, wenn man Haben wir nicht attraktiver. sonst, also der Zuschauer, die Zuschauerin sieht die Gefahr, dass sonst viel intellektuelle Kapazität verloren geht. Also Brain Drain nennt man das. Ich glaube, es ist einfach, wenn es die Stellen gibt bei uns und die Möglichkeiten, das Umfeld gibt, dann kommen die Leute auch gern zurück, weil man muss schon sagen, bei mir war es also, ich hätte in Amerika bleiben können natürlich, aber dort da einen Job anboten kriegt. Österreich gewinnt von der Lebensqualität her nach wie vor fast gegen jedes andere Land, ich würde eigentlich sagen, gegen jedes andere Land. Also von dem her ist es sehr gut. Was wir wahrscheinlich einfach machen müssten, ist eine gewisse Flexibilisierung hinsichtlich der Sprache. Da sind wir an der JKU zum Beispiel schon sehr weit, weil wir auch sehr viele englischsprachige Lehrveranstaltungen und Studienrichtungen haben. Das heißt, da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und andererseits natürlich diese Ideen der Forschungszentren auszubauen, dass ich quasi nicht nur herkomme auf eine Stelle und das war's dann, sondern dass man eine Perspektive hat, wo sich was entwickeln kann. Und da möchte ich wirklich sagen, dass an der JKU wirklich cool ist, weil da tut sich immer was und das hat natürlich auch das Rektorat mit zu verantworten, dass da eine große Dynamik ist bei uns. Und ich glaube, wenn wir das an mehr Standorten in Österreich zustande bringen, dass es da eine Dynamik gibt mit neuen Ideen, neue Zentren, einfach auch neue Vernetzung, auch wie die School of Education, das ist ja quasi auch was Interdisziplinäres, dass da einfach vielleicht etablierte Strukturen einmal verändert werden können, dann glaube ich, sind wir da schon auf einem guten Weg, dass wir auch Leute zurückholen können nach Österreich. Lieber Markus, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in den Kosmos von GeoGebra und insgesamt der MINT-Didaktik und auch der Möglichkeiten der digitalen Transformation innerhalb der MINT-Didaktik gegeben hast. Wir sind wirklich stolz, dass du an der Johannes Kepler Universität bist, dass du da auch wesentlich weiterarbeiten wirst und dass du auch weiterhin einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten wirst, dass die Schülerinnen und Schüler die Herausforderungen der Mathematik leichter bewältigen können. Vielen Dank und wünsche allseits einen schönen Tag. Dankeschön. Wiederschauen. Passt das Stream?